Hallo, lieber Daniel. Bernd, grüß dich. Du hast uns was Schönes mitgebracht von der Firma Froster Food Service. Genau. Fisch vom Feld, habe ich gelesen. Fisch vom Feld, 100% grätenfrei. 100% grätenfrei. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das ich höchst interessant finde, weil wir natürlich auch an diesen Plant-Based-Produkten Interesse haben. Auch als Gastronomen wollen wir uns da weiterentwickeln und auch dem wachsenden Kundenkreis, der da kommt, schaut, kann man da was Geiles anbieten. Ja. Und deswegen bin ich ganz froh darüber, mal zu erfahren, was du uns Tolles mitgebracht hast. Genau. Ja? Also wie du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt. Also es ist ein unglaublich wachsender Bereich. Und wir haben für uns als Unternehmen gesagt, dass wir sind ja eigentlich als Fischerei groß geworden, dass wir eigentlich da auch was in die Richtung machen möchten, weil wir natürlich auch ein sehr nachhaltig aufgestelltes Unternehmen sind und schon jahrelange Kompetenzen im Bereich Fisch haben. Und dann haben wir es uns als Ziel gesetzt, ein Fischalternativprodukt ohne Zusatzstoffe zu produzieren und ohne Soja. Also wirklich, dass man am Ende sagen kann, dass es gesund ist auf der einen Seite, also dass es die geschmacklichen Komponenten sozusagen matcht. Wär auch direkt mal, ich musste dazu, aber das wäre sofort meine Frage gewesen, das ist doch bestimmt wieder Soja. Es ist tatsächlich kein Soja. Ja. Es ist tatsächlich kein Soja. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, die du schon direkt selbst beantwortet hast, Zusatzstoffe. Ja, keine, das muss doch irgendwie zusammenkleben, das Zeug. Genau. Aber ihr habt Verfahren entwickelt, wo man ohne Zusatzstoffe auskommt. Genau, ja? Genau. Ist ja meistens ein... Kann man sagen, Zusatzstoffe machen ja gerade bei diesen Plant-Based-Produkten das Leben wirklich schon einfacher. Also man kann so ein bisschen zaubern, Wasser bissfest machen, Luft schnittfest oder andersrum war es, glaube ich, sogar. Ja, aber es stimmt tatsächlich. Ja. Auch das wird möglich sein, bin ich fest überzeugt. Ja, doch. Da gibt es die dollsten Dinge. Ja, die Industrie bedient sich ja natürlich auch dieser Dinge. Und dann aber sozusagen mit breiter Brust gehen wir ran und sagen, wir haben ein Fischprodukt entwickelt, was Plant-Based ist, verzichten auf Zusatzstoffe. Mhm. Und du hast aber... diese ganzen Dinge, die du dir mit einem richtigen Stück Fisch als Körper oder im Körper Gutes tust, ne, wenn du das isst, habt ihr jetzt gematcht, wie du eben schon gesagt hast, mit Leinöl ist dabei? Genau, Hanf. Leinöl und Hanfprotein. Also Leinöl, Fisch ist ja bekanntlichermaßen ein Lieferant von mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder diesen typischen Omega-3-Fettsäuren. Omega-3. Da haben wir gesagt, dann nutzen wir Leinöl, weil Leinöl ja auch vom Geschmack so ein bisschen stumpf, krautig ist und auch so eine leicht fischige Note hat, kann man ja schon sagen. Könnte man reininterpretieren. Könnte man reininterpretieren, passte von daher sehr gut. Und dann Hanfprotein natürlich, um dem Proteingehalt auch entgegenzukommen. Also dann am Ende war es uns auch wichtig, dass wir neben dem Geschmack dann auch die ernährungsphysiologischen Charakteristika dann irgendwo matchen. Finde ich gut, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Für wen habt ihr das Produkt gemacht? Wo seht ihr euch mit dem Produkt? Ich meine, spricht meiner Meinung nach alle an, Restaurant, Gemeinschaftsverpflegung, Catering. Aber ihr habt ja sicherlich eine Zielgruppe definiert, wo ihr das seht, wo ihr es gern platzieren möchtet auch. Auf jeden Fall. Man muss ja sagen, es ist ein sehr, sehr innovatives Konzept. Und dadurch, dass diese Aspekte keine Zusatzstoffe und ernährungsphysiologische Qualität enthalten ist, kannst du dir ja schon fast denken, in welchem Bereich es natürlich super passt. Also Schul- und Kinderverpflegung auf jeden Fall. Studentenwerke, die natürlich auch sehr innovativ aufgestellt sind und sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und auch Lust auf neue Produkte haben, ne? Genau. Aber Kindergarten und Schule finde ich super, weil da ist ja auch tatsächlich im Moment so, dass alle sagen, hey, da gibt es noch einmal die Woche Fleisch, dann sollte auch immer ein veganer Tag dabei sein. Und jetzt kannst du quasi den Fischfreitag trotzdem vegan gestalten. Ja, genau. Ja, super. Also Fischfreier Tag ist Fisch, es. Fischfreier Tag mit Fisch. Genau. Ja, vom Feld. Genau. Nee, finde ich total super. Aber habe ich verstanden, in die Richtung soll es gehen. Und tut es auch schon, sagst du. Ihr habt natürlich, seid ja schon ein erfolgreicher Markt. Sind wir erfolgreich und da es ein sehr, sehr vielseitiges Produkt ist und vielseitig einsetzbar, ist da der Kreativität am Ende eigentlich fast gar keine Grenze gesetzt. Und dadurch haben wir sogar schon die ersten Treffer in der Systemgastronomie. Ah, siehst du, das war schon klar, dass da was kommt. Wenn es gut ist, dann nehmen die das natürlich auch gerne an. Ne? Genau. Und das sieht auf jeden Fall super aus. Kannst du von außen nicht unterscheiden. Mhm. Ich bin wirklich gleich gespannt. Ich werde es gleich aufbrechen und reinschauen. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich finde es auch ganz gut. Ihr habt einen Burger gemacht und eine Art Hotdog, sag ich mal, also mit so einem Backfisch-Baguette, könnte man quasi sagen. Finde ich super, weil die Komponenten, die da drauf sind, mit einem Seetang, Rotkohl und Tomaten. Das klingt total wild. Schmeckt nach Meer. Schmeckt nach Meer, vor allem der Rotkohl wahrscheinlich. Ja, genau. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das schmeckt. Und ich würde ganz gerne mal so einen Backfisch mal aufbrechen und da reinschauen. Gerne. Ja, dann breche ich mal eins auf und guck mir das mal an. Auch so, wie machen man das macht. Machen wir jetzt schon weiter, oder? Nö, wir gucken jetzt einfach mal da rein. Okay. Das sieht wahnsinnig aus. Ja. Man sieht tatsächlich so... Tja, ich muss auch mal dran riechen. Das riecht schon noch gut. Ich habe Lust, das zu probieren. Ihr habt doch da was vorbereitet bestimmt schon, oder? Sagt mir doch so schön. Ja, haben wir. Wollen wir das mal probieren? Sehr gerne. Was ist denn das?
Da ist jetzt Rotkraut mit drin, Teriyaki-Soße und ein bisschen Blumenkohlreis und oben drauf dann Blumenkohlreis. Unser Blumenkohlreis und oben ein bisschen Fisch vom Feld. Traust du dich auch, Daniel? Ja, gerne. Ja? Ich kenne es natürlich schon. Du kennst es schon, ne? Ja, das ist schon Backfisch. Ja, muss man schon sagen. Ey, die Kombi. Gerade mit der Teriyaki-Soße. Total vielseitig auch. Genau. Ne? Also das ist wirklich gut. Ich hätte es nicht erwartet. Sag ich ehrlich, mir brennt die Frage auf der Zunge, was ist denn das Grundprodukt, was drin steckt? Also, verrätst du das? Ja, natürlich. Ja? Wir arbeiten da mit weißen Gemüsesorten, Schwarzwurzel, Blumenkohl und Jackfrucht. Wahnsinn. Ja. Jackfruit ist ja, sag ich mal, Plant-Based Food, ist die tatsächlich bekannt, ist sehr hochwertig und kostenintensiv auch. Ja. Ja? Aber die Ergebnisse, die sich damit erzielen lassen, überzeugen ja tatsächlich. Ja, ne? Das ist so. Das ist wunderbar. Also ich bin heilfroh darüber, dass du uns das mitgebracht hast. Es war ein richtiger Wow-Effekt gerade. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal wirklich zu probieren. Und vielleicht auch mal so aus Gaudi den Test zu machen, ob es einer merkt. Ja. Ja? Also nicht wissentlich irgendwie so, aber weißt du, haben zu sagen, natürlich auch schon habt ihr schon gemacht. Ne? Ja, natürlich. Ja. Wir messen sie doch. Also jemand, der ein Profi, ein Experte ist, genauso wie du, der erkennt den Unterschied. Aber ich sag mal, der Laie hat natürlich schon auch seine Schwierigkeiten, dann im Endeffekt festzustellen, ob es ein Fischprodukt ist oder ein Fischersatzprodukt. Ist schon gut. Also ich bin ehrlich, ist gut. Ja. Ja? Ich bin ganz froh drüber. Das freut mich. Super, dass du uns das mitgebracht hast. Jetzt, wenn ich dann darüber schaue, hast du natürlich auch noch ein paar Gemüsesorten. Ein paar Gemüsesorten darf natürlich nicht fehlen. Wir haben hier drei verschiedene Rahmgemüsesorten. Einmal ein Rahmwirsing, ein Bauerngarten-Fanggemüse und ganz klassisch auch einer meiner absoluten Favoriten, ein Rahmrosenkohl. Ja. Alles mit einer eigenen, also selbst hergestellten Mehlspitze, ganz traditionell, wie man es aus der Küche kennt, hergestellt. Ist jetzt für uns als Verbraucher, sag ich mal, als Gastronomen, denkst dir, okay, was ist denn da jetzt so besonders dran? Mhm. Aber das ist extrem besonders, dass es mit Mehlschwitze gemacht ist und vor allem traditionell und klassisch. Ja, und das in einem industriellen Maßstab. Also wir haben uns da wirklich ein Verfahren patentieren lassen, sogenanntes Batch-Verfahren, wo wir in einem zweistufigen Prozess, in einem Riesenwok diese Mehlschwitze herstellen. Wow. Und das Ganze rührt so ein bisschen daher, viele wissen, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, unser Inhaber, der Herr Felix Ahlers, hat selber mal Koch gelernt und der versucht so ein bisschen diese Philosophie, natürliche Küchenherstellungsprozesse zu nutzen, auch ins Unternehmen hineinzutragen. Ich finde es klasse, weil man schmeckt es ja am Ende. Es ist so. Ich meine, wir reden immer über, oder immer noch, über Tiefkühlgemüse, aber es hat ja seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ja, und auch in dem einen oder anderen Bereich. Wenn ich das jetzt sehe, das steht jetzt auch schon einen Augenblick da. Mhm. Das scheint mir schon sehr standfest zu sein, auch farblich gesehen. Ja, ja, also wir halten das jetzt schon eine ganze Weile warm in dem Shaving Dish. Das sieht noch sehr, sehr gut aus. Ja. Schmeckt es denn wie bei Oma dann auch? Da musst du dich am besten mal überzeugen. Ja, okay. Was ist denn dein Favorit von den drei Sachen? Also alle drei Sachen sind wirklich sehr, sehr gut. Der Rahm Rosenkohl ist für mich, weil ich auch total... Da leuchten die Augen, Rosenkohl. Genau. Kindheitserinnerung? Also ist es der Rosenkohl. Ja, genau, Kindheitserinnerung, gerade, sage ich mal, die Wintermonate. Absolut grüschig. Passt das sehr, sehr gut. Und auch ein tolles Produkt, was man super kombinieren kann. Man kann es gut kombinieren, es passt zu vielerlei Sachen, gerade jetzt im Herbst rein und so, das ist schon gut. Rosenkohl ist Powerfood, auf jeden Fall. Ja. Und es wird ja oft drauf zurückgegriffen auch, weil es natürlich bei frischen Produkten ist es aufwendig zu verarbeiten. Ja. Und die tiefgefrorenen stehen ja oft in nichts nach. Ja. Der macht mir jetzt schon sehr guten Eindruck. Ja. Ich würde mit dir zusammen nochmal so ein Stückchen verkosten wollen. Sehr, sehr gerne. Aber zu dem Punkt tiefgefroren, es ist gerade bei unseren Gemüsesorten, ich sag mal, alles, was an Gemüse in Mitteleuropa wächst, bauen wir auch selber an. Also kultivieren wir selber mit unseren eigenen Landwirten. Wir haben da Vertragsanbau. Und wir sind mit unseren Standorten, also wir haben insgesamt zwei Standorte in den Gemüsegärten Deutschlands, wie man so schön sagt, in Bobenhain-Roxheim und in Lommatzsch. Das heißt, wir bauen da unser Gemüse an, ernten das und das geht direkt in die Produktion und wird in unseren Produkten verarbeitet. Das sind auf jeden Fall bekannte Anbaugebiete, die, die du da genannt hast. Das macht euch natürlich, gibt euch Spielraum, dass ihr sagt, wir haben immer gleichbleibende Qualität, reproduzierbare Ergebnisse und das ist ja für den Gastronomen auch wichtig. Genau. Dass nicht einmal so, einmal so, einmal groß, einmal klein, sondern dass man da schon irgendwie eine Linie drin hat. Ne? Finde ich gut. Ist eine wichtige Information. Ja, vor allem, auf wenn jeden das, sag ich mal, unter dem Deckmantel von Froster passiert und ihr die Qualitätssicherung da auch am Start habt, dann kann das ja nur zum besseren Produkt führen. Genau so ist es. Unweigerlich.
Ja, sehr schön. Sehr gerne. Und Rosenkohl probieren wir? Würde ich sagen. Machen wir. Ich trau mich. 3 reichen dir, oder? Ja, ja, eine Stelle. Und einmal für dich. Ein Rahmrosenkohl. Also die Rahmsoße, das sieht schon gut aus. Ja? Ja. Muss man sagen. Oh, wow. Hm. Ja, von der Konsistenz her sind die wirklich super, oder? Ja, kann man gut nehmen. Also wirklich wahr. Ich weiß, ich würde, wenn es jetzt eine kritische Stimme gäbe, ne, ich sage jetzt einfach nicht nur so, ja, das ist toll, alles klar, nachher sage ich, oh, was war das? Mhm. Das ist wirklich ein Unterschied. Mhm. Also muss man klar sagen, wir reden von Tiefkühlrosenkohl in Rahmsoße. Genau. Weißt du, was ich meine? Und darunter, unter denen, die ich kenne, ist der auf jeden Fall der beste, den ich gegessen habe, muss man klar sagen. Und das ist ja auch genau das, wo wir hinwollen. Wer euer Produkt kauft, weiß ja, was er möchte und kriegt hier mit dem Produkt an die Hand. Wie ich es eben schon gesagt habe, du kannst es in großen Mengen verarbeiten, hast eine geil gekochte Soße da drin, da brauchst du nichts mehr tun dran. Mhm. Ja? Das kommt wirklich so. Das ist so. Das ist einfach so. Du machst einen 1,5 Kilo Beutel, machst du auf, packst dir das ins Gähnblech, dann kommt es als nächstes in den Konvektomaten. Ja, das ist krass. Und man kennt das ja oft, dann das Gemüse verliert Wasser noch, dann wird die Soße ist dann nicht mehr so cremig, wie sie soll. Und nicht zu Unrecht hast du gesagt, das sind auch innovative Produkte. Auf jeden Fall. Weil der Verbraucher kennt ja den Herstellungsprozess nicht. Hm. Weißt du, du isst das und denkst dir, ja, schmeckt. Hm. Der Weg dahin, der war krass. Also das ist auf jeden Fall, ich freue mich drüber, dass du mir das mitgebracht hast. Ja, ich freue mich auch. Ja, alles in allem. Super, Fisch vom Feld. Flasht mich immer noch, werde ich jetzt auch direkt, wenn wir hier fertig sind, erzählen. Es gibt ein paar Leute, denen würde ich das ganz gerne einimpfen. Die sollen sich das auf jeden Fall mal besorgen und es ausprobieren. Ich muss mich dafür bedanken, dass du uns die Produkte vorgestellt hast, dem Publikum vorgestellt hast. Und ich hoffe, dass es so einschlägt, wie ich vermute, dass es kommen wird. Ja, Daniel, schön. Ich bedanke mich bei dir. Klasse. Super. Dankeschön. Alles klar, Bernd. Ja, ich esse noch ein bisschen Rosenkohl. Ja, bediene dich gerne. Klasse. Ja.